International hochkarätig besetztes Fußball-Nachwuchsturnier ausgetragen. Mit dabei auch die Teams aus Deutschland, der Schweiz und aus Belgien. Teams, die in der Unter-17-Rangliste allesamt vor Österreich liegen. Dennoch haben unsere Nachwuchsfußballer gestern in Gleisdorf zum Start gewonnen. Unter jenen, die in spätestens 5 Jahren Stammspiel in der Bundesliga sein sollten, laufen auch 3 Steirer ein. Tormann Paul Gartler aus Gleisdorf, Kapitän Marco Hödl aus Graz und der gebürtige Leobner Stefan Bosch. Für eine große Karriere gibt es aber noch einige Knackpunkte, die ein interessierter Zuseher genau kennt. Die nächsten 1-2 Jahre, wenn dann die Mädels dazukommen, alles drumherum, also mit Party machen, und ist ein bisschen schwierig. Der gegen die Schweizer kaum beschäftigte Paul Gartler arbeitet derzeit bei den Rapid Amateuren an der großen Karriere. Verteidiger Stefan Bosch in der Akademie der Admira steht aber vor einem Sprung zum Nachwuchs von Arsenal in London. Ja, man kann sich beschreiben, also ist ein Traum eigentlich, dass man die Chance kriegt dazu, und ja, ich mache das Beste draus. Das macht auch Stürmer Sinan Yilmaz aus der Attacke des Schweizers, 11 Meter. Und der steirische U19-Teamchef Robert Markus sieht, wie Marco Hödl, der in der Akademie von Red Bull Salzburg ausgebildet wird, zum 1:0 und damit zum Siegestreffer einschießt. Wir sind spielerisch stärker, vielleicht robust, müssen wir noch ein bisschen zulegen, aber wir wollen von Anfang an das Turnier gewinnen, und heute haben wir den ersten Schritt gemacht. Und weil die Österreicher auch noch einmal die Latte treffen, hochverdient gewinnen, dürfen sie sogar vom Turniersieg träumen. Unser Kulinarium kommt heute aus einem Grazer Lokal mit